Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Ich glaube, dann machen... Oh, lol, ich glaube, ich übersteuere. So, ich habe mich mal ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht mehr. Es tut mir leid, falls ich übersteuert habe. So, dann... Mal eben... Dings. Ja, wisst ihr. Ich glaube, ich bin jetzt um einiges leiser, ey. Das ist immer so Ewigkeiten dauert, bis wir hier irgendwie den neuen Bildschirm erreichen, sag ich mal. Hey. Bye. So, benutzen. Ih. Das Geräusch war eklig. Eklig. So, und hier meinte er, hat Dr. Marcel irgendwo sein... Ja klar, da drin. Ja gut, okay. Wissen wir Bescheid. In der Schublade meine ich jetzt. Da dürfte dann der Schlüssel drin sein, aber da kommen wir leider nicht ran. Das hier dürfte ja auch nicht der zweite Stock sein. Ne? Das ist, glaube ich, das... Weiß nicht, wie viel der Stock. Das Stock vor allem, ja, klar. Alter, Maxi. Wow. Geh jetzt mal durch. Danke, Edna. Zur Treppe. Ich komme mir gerade echt leiser vor. Also viel leiser als vorher. Warum ist der Fernseher jetzt nicht an? Hä? Okay. Vielleicht noch weiter drehen? Oh, ist das ätzend, die ganze Zeit hoch und runter und so zu laufen. Oh. Warum können wir auch nicht den einfachen Weg dadurch gehen? Darum, gehen wir mal darum. Ist, glaube ich, leichter. Oder schneller. Ja. Gut, Haben wir eigentlich die ganze Zeit das Gleiche? Ja. Was ist, wenn ich dagegen hau? Ha. So, vielleicht ist der Fernseher ja jetzt an. Ansonsten müssen wir erstmal woanders weiter gucken. Weil ich glaube, dann können wir noch irgendwas mit der Antenne nicht machen bisher. Dann müssen wir da irgendwie noch was stärker oder so vielleicht anbringen. Keine Ahnung. Also irgendwas, ich denke jetzt irgendwie... Irgendein Metallstück halt. Ne, geht nicht. Alles klar, dann machen wir erstmal was anderes. Gehen wir erstmal hier hin. Witzig. Oh nein, warte, erstmal, nein. Erstmal mit Poki reden. Wir haben wieder eine Pflanze, Fenster, okay. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell überfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist,
unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sie sind einfach nur da. Einfach nur da. Okay, wird sie zu der Pflanze wahrscheinlich auch das Gleiche sagen. Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Ich glaube, die sind mit dem zweiten Scan mitgekommen. Ja. Habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Bescheuert. Vollkommen bescheuert. Alles klar, Boki. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Das ist jetzt gemein. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Wie unfair. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Was? Die Handtücher sind nicht aus Kaschmir? Davon putze ich mir meinen Hintern bestimmt nicht ab. Sind die nicht auch eigentlich fürs Hände abtrocknen gedacht, Harvey? Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Mist. Das ist jetzt gemein. In diesem Bild trocknet Captain Unbrauchbar mit seinem Feueratem die Haare von Nützlich Boy. Oh. Einen Becher voll Handtuch, bitte. Hey! Handtuch! Ran voll! Na toll, der Handtuchspender ist kaputt. Das ist doof. Der Kasten lässt sich leider nicht aufschrauben. Schade, so finde ich nie heraus, wer die Handtücher immer wieder einzieht. Ich tippe auf ein Stereum. Ach, Harvey, da passt doch kein Stereum rein. Doch, ein Ministerium. Es könnte natürlich sein. Ein Becken, wie es im Bade steht. Wow. Meine erste Analyse ergibt... Wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Doch, nein. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken. Oh. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Da muss ich den wahrscheinlich immer erst trocknen. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein! Warum nicht? Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Alles klar. Nass schreibt er nicht mehr. Moment, dann mach ich mal. Nass schreibt er nicht mehr. Hä? Machst du das doch gar nicht mehr an? Oder sagt sie auch das? Willst du baden, ja, okay. Dann hat das mit dem Wasser an nichts zu tun. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Interessant. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Wie spießig. So, ich brauche jetzt aber erstmal einen neuen Becher, weil ich den Becher ja natürlich mit dem Spiegel und so auch nutzen möchte, ne? Ach ja, kann sich nur um Jahre handeln. Aber dieses Spiel wird halt ewig lang, habe ich das Gefühl.
weil es halt so viele Möglichkeiten gibt. Der ist genauso siffig wie der und bestimmt Nein, der ist nicht nutzlos. Du beleidigst dir den Becher. Mensch, Edna, der hat auch Gefühle. Ich würde gerne wissen, in welchem Stock wir eigentlich sind, so. Nur so nebenbei, mal erwähnt. So. Spiegel. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Das stimmt natürlich. Ob es den auch mit einem anderen Motiv gibt? Ja, wäre schon viel besser, ne? Finde ich auch. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Alter, die Rhymes. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Du kannst deine Haare auch so sehen, ohne Spiegel, Edna. Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Okay. Hagel Scholo. Was? Holoschläger. Hagel Scholo. Ah. Haber Schilbuch. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen das ungekämmte Haar seines bösen Spiegelbilds. Das wird ein schwerer Kampf. Lanzuf. Hache besser. Mann, die haben das einfach nur rückwärts abgespult. Das ist doof. Ich habe jetzt gedacht, dass die das wirklich rückwärts sprechen, so, aber nein. Seife, Gründerin der Zivilisation. Sicher? Seit wann hört sich ein Seifenspender so an? Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Alles klar. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja. Und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Okay. Nein, meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Ja, so sind sie auch viel cooler, finde ich. Nein, meine... Schreit doch drauf. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Achso, hatten wir schon. Das wäre eine Lebensaufgabe. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ja. Mehr haben wir nicht? What? Okay. Ich dachte, hier ist mehr. Aber da müssen wir irgendwie wahrscheinlich diesen versifften Becher erst noch hart kriegen, damit er nicht mehr durchsifft. Und danach können wir da Wasser reinfüllen. Kaugummi! Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate es jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Dritteltag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Edna bricht aus. Mein Name ist Poki. Vielen Dank. Alles klar. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Lass mal werfen. Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Ja, stimmt, wo sind die Darts? Bullseye. Selber. Nee. Die Darts fehlen. Bin kein Bullseye. Was hältst du davon, Harvey? Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Macht es. Hm.
Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12, Bullseye. Wow, ich habe über 1000 Punkte. Ja, klar. Der Piraten Marcel. Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Oh. Nein, das ist zu wenig brutal für diesen Sport. Nein, das ist zu wenig brutal für... Okay. Charlie, Klingel kann ich nicht ansehen. Harvey, Kaugummis? Ja! Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Bleh. Alt und ungenießbar. Mäh. Behalt ihn doch! Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Hm, stimmt. Ja, toll. Mann, oh, ich will das behalten. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Künstliche Farbstoffe und chemische Geschmacksverstärker. Ja, nein, lecker! Nein, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Hm. Nein. Ah. Ich markiere mir lieber den Weg hierher. Okay. Oh, okay. Captain Unbrauchbars Achillesferse ist seine Blasenschwäche. Hier wäre jede Improvisation vergeudet. Der Automat ist nicht verriegelt. Vorsicht, Edna! Es könnte eine Falle sein. Da hat Harvey recht. Das ist kein Wasserspender. Das ist ein Kaugummiauto. Mart. Na gut, du bist der Mart. Dann bin ich aber Captain. Alles klar, Harvey. Oh, das kann ich nicht... Was? Kaffee, Kaffee... Göttlicher Trank. Ja. Ohne dich wäre ich stets krank. Ja. Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Stimmt eigentlich. Wie komme ich eigentlich auf diese Idee? Ich wollte eigentlich auch nur einen Kaffee nehmen, nicht die ganze Maschine. Kaffee. Schwarz. Computer? Mist. Die Replikatoren sind wieder im Eimer. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Was? Kein Kaffee? Oh Gott. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Niggidi, biggidi, niggidi, biggidi, niggidi, biggidi. Kuckuck! Wie kommst du drauf? Ich will nicht, aber ich muss diesen Text hören. Ich trinke meinen Kaffee immer ohne Poloschläger, wenn es recht ist. Ja, so okay. So ein Zufall. Genau wie ich. Du trinkst doch gar keinen Kaffee. Aber wenn doch, dann garantiert ohne Poloschläger. Ja, ist okay. Ja, das ist jetzt Ednas Kaffeemaschine. Nützlich Boy hat die Superfähigkeit, Kaffee zu kochen, durch den man hindurchsehen kann. Um den Geschmack abzurunden. Wie viele Zehennagel hat sie eigentlich, ey? Die Kanne ist leer. Nein! Das ist einfach fatal. Glipschi Waldmeister 2 Phasen Power Gel. Oh, mein Auge juckt. Yeah. So. Nein. Glipschig. Hab ich's? Nein, schade.
Es gibt direktere Wege, um ihr zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Ja, der war aber einfacher. Glitschig. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja. Ja, hat mir schon. Sagt sie wahrscheinlich die ganze Zeit das Gleiche, oder? Nein, meine Sache. Ja, okay. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.